Herzlich willkommen, ihr lieben Steinböcke. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen hier bei Kings and Queens Tarot zu eurer allgemeinen intuitiven Monatslegung für den Oktober 2023. Ja, auch hier mal wieder ein ganz, ganz interessanter Monat, der vor uns liegt, mit einem spannenden Neumond am 14. Oktober. Und mit diesem Neumond geht auch eine Sonnenfinsternis einher. Das sind immer ganz spannende Ereignisse, ganz interessante Zeitpunkte sozusagen, bei denen sich oft längere Entwicklungsphasen abschließen können, aber eben auch, ja, sie leiten auch einen Neustart ein. Und um diesen Zeitpunkt ist es immer sehr ratsam, ganz, ganz bewusst mit sich und seinem Umfeld umzugehen, denn Sonnenfinsternisse wirken für die nächsten 6 Monate nach. Und wir schauen natürlich auch mal, ob sich hier das ein oder andere vielleicht auch in den Tarotkarten dazu ankündigt. Wie immer werde ich die Themenfelder Beruf, Beziehungen auch ansprechen. Und Beziehungen können romantischer, familiärer, freundschaftlicher Natur sein. Vielleicht geht es für dich aber auch um Beziehungen im Arbeitsumfeld, im beruflichen Umfeld. Das ein oder andere darfst du natürlich auch immer so ein bisschen auf deine ganz persönliche Situation übersetzen. Generell solltest du aus diesen Legungen immer nur die Informationen mitnehmen, wo du denkst, ja, das schwingt mit mir, da sehe ich mich, da fühle ich mich, und alles andere einfach zur Seite lassen. Ja, die allgemeinen Legungen sind eben allgemein und nicht jeder findet sich hier wieder oder findet sich in der Gänze in diesen Legungen wieder. Wenn du ganz spezielle Fragen hast, findest du natürlich wie immer den Link zu meiner Website hier unter dem Video. Darüber kannst du mich dann auch sehr gerne direkt kontaktieren. Und zum Abschluss noch: Königinnen, Könige, der Herrscher und auch die Herrscherin sind geschlechterunabhängig in den allgemeinen Legungen und sie können andere Menschen repräsentieren, aber auch deine eigene Energie anzeigen. Und jetzt geht's aber auch los mit der Legung. Steinböcke, es hat sich das Ass der Münzen als eure Themenkarte gezeigt. Und das Ass der Münzen, das steht für wirklich handfeste, zuverlässige neue Chancen, vielleicht auch neue Angebote, die von außen kommen, aber auch ja durchaus von dir selber sozusagen initiiert, angestrebt werden können. Also das Ass der Münzen steht ganz oft dafür, dass ich hier eine neue Tür öffnen möchte. Die Bewegungen sind vielleicht nicht die aller schnellsten, die Entwicklungen sind nicht die allerschnellsten, aber hier geht es wirklich um Nachhaltigkeit und um eine langfristige, sehr zuverlässige Entwicklung, die hier im Raum steht und sich mit diesem Ass also ankündigt. Schon mal ein sehr schöner Start für euch in diesen Oktober. Wie immer lege ich auch mal noch Klärungskarten dazu, wobei ich wahrscheinlich bei euch gar nicht allzu viele Klärungskarten diesmal verwenden werde, da sich doch auf einigen Positionen ja schon doppelte Karten gezeigt haben. Ja, was haben wir als Klärungskarten? Ritter der Stäbe und den Eremit, der sich hier zweimal zeigt, und auch die 9 der Münzen kann sehr, sehr stark die Energie des Eremiten widerspiegeln. Und der Ritter der Stäbe, der könnte hier für einige durchaus mit Ungeduld zu tun haben. Ja, der möchte ganz gerne nach vorne preschen, aber. Und manchmal hat er auch so ein bisschen mit einer Fluchtenergie zu tun. Ja, der kann manchmal so ein bisschen was Impulsives haben. Und es könnte durchaus sein, dass das im Vorfeld immer mal wieder zu Schwierigkeiten geführt hat, dass also die Ansätze einfach nicht nachhaltig genug waren, zu viel Impulsivität, vielleicht ja zu einer Stagnation und dementsprechend vielleicht auch zu Frust geführt hat in bestimmten Situationen. Aber wie gesagt, hier jetzt vielleicht so ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Geduld, auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen sich vielleicht zeigt, ja, oder hier heranreift. Auch der Ritter der Stäbe kann durchaus mit zunehmendem Selbstvertrauen zu tun haben. Also den möchte ich auch gar nicht nur in der negativen Ebene hier lesen. Ja, der könnte auch durchaus anzeigen, ja, dass hier eine neue Kraft in einem aufsteigt sozusagen, die jetzt eingesetzt werden kann für eine sehr schöne
Entwicklung in die Zukunft hinein, ja, auch wenn wir hier die beiden Karten mal nochmal vertauschen, weil der Eremit sich eben auch auf der vergangenen Position hier befindet. Ja, auch der kann so ein bisschen mit Zögerlichkeit natürlich manchmal zu tun haben. Oder auch, dass man sich nicht genug als Teil vielleicht von was empfindet. Ja, also so ein bisschen eine Einsamkeitsenergie kann er eben auch anzeigen. Und auch das kann dann dazu führen, dass man sich gar nicht erst traut, bestimmte Schritte einzuleiten. Und also auch hier ja vielleicht so ein bisschen eine Phase des Zögerns im Vorfeld war oder diese Phase vielleicht aber auch notwendig gewesen ist, weil der Eremit natürlich auch mit inneren Heilungsprozessen zu tun haben kann, ja, und auch durch Heilungsprozesse eine neue innere Stabilität sich generieren kann, die vielleicht wiederum dann genau die Basis dafür schaffen kann, was jetzt also hier in Bewegung kommt, ja, diese neuen Türen, die man sich öffnet und eben auch der Glaube an sich selbst, diese Dinge jetzt umsetzen zu können. Und vielleicht hat genau dieser Glaube an sich selbst im Vorfeld gefehlt. Ja, hier könnte es durchaus beruflich vielleicht in neue Richtungen gehen. Ja, möglicherweise, ja, ich denke, hier spielt für die allermeisten vermutlich ein berufliches Thema eine Rolle. Ich habe nicht das Gefühl, dass romantische Partnerschaften hier so stark im Vordergrund stehen. Sollten die für dich doch von Bedeutung sein, dann könnte es durchaus sein, dass du vielleicht hier mehr mit so einem mit so einer Affäre oder einem Liebhaber, mit einer Liebhaberenergie zu tun hattest, ja, die aber nicht so richtig voran sich weiterentwickelt hat. Wie gesagt, der Ritter der Stäbe generell kann eine Liebhaberenergie anzeigen oder eben auch mit Unverbindlichkeit zu tun haben. Ja, also vielleicht hattest du mit einer Person zu tun, an der du Interesse hattest, aber die sich nicht so ganz auf ein tatsächliches Bekenntnis vielleicht zu einer Partnerschaft durchringen konnte. Ja, auch das kann dann natürlich auf der einen Seite mit dem Gefühl der Einsamkeit zu tun haben, aber auch nochmal, der Eremit kann natürlich trotzdem auch eine innere Entwicklung anzeigen, ja, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen unabhängiger macht von diesen äußeren Einflüssen, ja, wo man sagt, so, okay, ja, ich akzeptiere, dass diese Person keine weitere Entwicklung hier möchte, aber ich spüre jetzt mal ganz genau in mich hinein, was sind für mich jetzt wichtige Aspekte vielleicht auch in meinem Leben, wo möchte ich mich jetzt drauf fokussieren, mich da auch nicht mehr so ablenken lassen von so einer feurigen, nicht wirklich greifbaren Energie. Ja, und ich konzentriere mich stattdessen eben jetzt mal auf mich und auf mein Weiterkommen. Also hier sind natürlich wie immer sehr unterschiedliche Grundsituationen möglich, aber ich denke, dass wie soll ich sagen, das essentielle Thema könnte hier durchaus mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und der eigenen Entwicklung in die Zukunft zu tun haben. Auf der Position der vergangenen Ereignisse, die sozusagen auch hier zu dieser Thematik geführt haben, haben wir also nochmal den Eremit und auch den Stern. Sehr spannend, dass sich diese beiden Karten zusammengezeigt haben, weil sie ja in Verbindung stehen. Wir sehen hier den Stern ja auch nochmal in der Laterne des Eremiten. Und ja, der kann manchmal wirklich mit einem Gefühl der Einsamkeit zu tun haben. Ja, also entweder fühlt man sich von außen nicht angenommen, nicht akzeptiert, nicht integriert oder man schwingt irgendwie so mit seinem Umfeld nicht so richtig auf einer Wellenlänge. Oder es kann natürlich auch sein, dass man ganz bewusst in dieses ja ein bisschen eremitische Dasein vielleicht sich zurückzieht, einfach um innere Klärung zu schaffen. Ja, der hat sehr viel auch mit Analyse zu tun der Vergangenheit oder bestimmter Aspekte oder Einflüsse aus der Vergangenheit. Das kann sehr weit zurückgehen, auch im Leben. Ja, das kann familiäre Thematiken oder Einflüsse auch betreffen. Und wir haben ja hier als die Seelenbotschaftskarte, die Hinweiskarte, auch das Wurzelchakra, auch das hat mit den Thematiken Familie zu tun. Es hat auch mit der Thematik Sicherheitsgefühl zu tun. Hier spielt natürlich auch das Thema dementsprechend des Selbstvertrauens nochmal eine Rolle. Ja, und vielleicht bist du hier in einen tiefen, tiefen inneren Heilungsprozess gegangen, der, wie gesagt, jetzt einiges freisetzen kann im Oktober, was wirklich mit dem Glauben an dich selber zu tun hat und dadurch
ich eben auch die Fähigkeit, Dinge umzusetzen, ne, die einem am Herzen liegen, bestimmte Wünsche, bestimmte Ziele zu verfolgen, Visionen umzusetzen. Der Stern ist eben auch noch die Karte der Herz- und Seelenheilung, ja, der großen Arkana. Der hat auch noch mal zu tun mit der, ja, mit Selbstwertschätzung, Selbstannahme, auch die Wertschätzung, ja, der eigenen Einzigartigkeit, ja, der eigenen Fähigkeiten, Talente, Gaben, die man mitbekommen hat. Und ja, auch neue Zukunftsvisionen, ja, aber ich denke, die haben hier, wie gesagt, einen längeren Ranreifeprozess gebraucht und ne, gingen vielleicht eben auch Hand in Hand mit bestimmten Heilungsprozessen. Ja, okay. Dann haben wir als nächstes die Position des Umfeldes. Und diese Position beschreibt ganz oft das Wechselspiel zwischen dir und dem Umfeld. Da haben wir jetzt also den Ritter der Schwerter und die drei der Stäbe. Ja, ich habe auch hier das Gefühl, dass der Ritter der Schwerter, man, der kann eben auch manchmal mit so Fluchtenergien zu tun haben. Ja? Man hat also Angst, sich mit was auseinanderzusetzen oder sich auch mit jemandem auseinanderzusetzen. Vielleicht auch Angst, ja, in den Vergleich zu geraten mit jemandem anderen. Also auch hier, das fehlt dann einfach das Selbstvertrauen. Und das kann dazu führen, dass der Verstand dafür sorgt, dass man ja eigentlich nicht in die Weiterentwicklung geht, ne, sondern die Angst ist dann größer und die Angst, sich die Finger zu verbrennen, führt zu diesen Fluchtenergien. Ich möchte mich dann doch nicht mit Thema XY irgendwie beschäftigen, auseinandersetzen oder mir gelingt das ja sowieso nicht. Man kann auch manchmal dann so einen Rückfall in alte negative Denkmuster, Handlungsmuster zum Beispiel anzeigen. Und ich denke, der spielt hier für viele vielleicht eine Rolle. Also mir scheint, der repräsentiert hier fast so ein bisschen einen inneren Zweifel, der eben auch vielleicht dazu geführt hat, ne, dass man sich hier irgendwie nicht so zugehörig fühlt oder ja so ein Einsamkeitsgefühl aufgekommen ist. Oder auch ja letztendlich vielleicht diese Heilungsenergie auch sich daraus ergeben hat, dass man das selber erkannt hat, ne? Dass man in solchen Routinen und Mustern irgendwie drinsteht. Und mir scheint, hier kommt jetzt aber eine ganz neue Energie, eine frische Energie auch irgendwo ins Feld mit dieser drei der Stäbe, weil auch diese Karte mit Analyse zu tun hat, ähnlich also dem Eremit. Auch hier geht es so um den Blick in die Vergangenheit. Ja, wie hat mich die Vergangenheit geprägt? Wie hat sie mich dahin gebracht, wo ich heute stehe? Und wie kann ich diese Erkenntnisse jetzt für mich nutzen, um meine Zukunft zu gestalten? Ja, und die drei der Stäbe hat oft mit Optimismus zu tun. Ja, also auch ein eher optimistischer Blick in die Zukunft. Auch da könnte einiges an Veränderungen stattgefunden haben. Vielleicht gab es auch so ein paar inspirierende Gespräche, inspirierenden Austausch, der hier auch noch zusätzlich zu diesen neuen Entwicklungen beigetragen hat. Und für die Person, ja, bei der hier eine andere Person im ja eigentlich romantischen Sinne eine Rolle spielt oder gespielt hat, ja, ich denke, auch hier kommt jetzt Klärung rein, weil die Dreierkarten natürlich auch mit Dreiecksverbindungen oder auch Affären eben zu tun haben kann, ja, und dass hier jetzt aber einfach auch eine Konfrontation kommt, weil du einfach wissen möchtest, wo bin ich hier dran, du möchtest Klarheit haben. Klarheit zeigt sich dann ja auch noch auf der Chancenposition. Und ja, also damit du dann vielleicht eben auch ja, klare Entscheidungen für dich treffen kannst, ja, geht es weiter hier, geht es nicht weiter, und wenn es nicht weiter geht zusammen, wie geht es dann für mich weiter, aber nicht mehr ja weiter in diesem Limbo, in dieser Limbo-Energie, in dieser unklaren Energie. Ja, die Herausforderung hier, 9 der Stäbe und die Weltkarte. Also die Weltkarte setzt eben ja auch einen Schlusspunkt. Für gewöhnlich auch ein Schlusspunkt hinter längeren, manchmal auch sehr langen Phasen oder Situationen. Und ja, das könnte möglicherweise halt hier so ein bisschen eine Herausforderung sein, es tatsächlich ausklingen zu lassen oder auch hier nochmal die Geduld aufzubringen, dass eben auch was Bestimmtes ausklingen darf, vor allem wenn es hier um Heilungsprozesse geht, denn die Weltkarte, auch die hat in der hohen Schwingungsebene mit inneren Heilungsprozessen zu tun.
Also hier auch weiterhin die Geduld mit sich aufzubringen. Und ich denke, der zweite Aspekt, der hier ein bisschen herausfordernd sein kann, vor allem wenn ihr hier mit anderen Personen zu tun habt, bei denen ihr das Gefühl habt, die sind nicht zuverlässig oder ja, die sind nicht so richtig loyal oder nicht richtig treu oder wie auch immer. Da könnte es natürlich sein, dass es ein bisschen eine Herausforderung ist, jetzt nicht zu misstrauisch zu werden, nicht zu viel Skepsis aufzubauen für weitere zukünftige Entwicklungen. Ne? Also, dass man jetzt so hängen bleibt bei, ja, alle Menschen sind blöd oder unzuverlässig oder auf die kann ich mich nicht verlassen, ne? Und sich hier also in so eine Schutzhaltung zurückzuziehen, die dann sich negativ also auf zukünftige Entwicklungen natürlich auswirken könnte, sondern zu sagen, hey, ich entwickle mich tatsächlich darüber hinweg. Ja, das war vielleicht jetzt keine so schöne Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber nochmal, ich betrachte das auch mal aus einem anderen Licht als wirklich als einen Lern- und Erkenntnisprozess für mich. Warum ist das überhaupt dahin gekommen? Wieso habe ich das vielleicht überhaupt akzeptiert in meinem Leben? Wieso habe ich vielleicht meine eigenen Grenzen hier auch nicht so richtig respektiert, akzeptiert, vielleicht auch überhaupt gar nicht erstmal wahrgenommen etc. Ne? Also nicht in diese Skepsis zu gehen, sondern wirklich hier nochmal auch in eine Analyse hineinzugehen und in einen Erkenntnisprozess hineinzugehen. Ja. Ja, auf der Chancenposition, also der König der Schwerter, der steht eben, wie schon erwähnt, für Klarheit. Er steht auch dafür, dass man die eigene Klarheit, die eigene Überzeugung nach außen mitteilen kann. Ja, also sich nicht zurückhält und sich klein macht, an sich selber zweifelt, sondern ganz klar zu seinen Standpunkten sozusagen steht und die eben auch nach außen vertreten kann. Der König der Schwerter kann auch mit. Es ist auch die Karte des Lehrers. Ne? Hier können auch nochmal ja, Erkenntnisprozesse mit angezeigt sein. Es muss nicht zwingend eine Person sein als der Lehrer, sondern es können eben auch Ereignisse sein, Situationen, ne? Durch die eben bestimmte Erkenntnisse gewonnen werden können und Lernprozesse eben durchlaufen werden können. Und, aber ich denke, Klarheit und Selbstbewusstsein ist wirklich das, worum es hier hauptsächlich geht für die allermeisten. Ja, sollte das eine andere Person sein und vor allem hier in Affären, Energien, Dreiecksverbindungen, dann kann hier auch sich deutlich zeigen, ja, dass die Person, mit der du zu tun hast, nicht emotional in die Verbindung involviert ist, ja, sondern da kann der König der Schwerter natürlich auch so ein bisschen was Berechnendes haben, aber nochmal, du weißt dann, wo dran du bist und kannst dementsprechend eben auch reagieren, agieren, Entscheidungen treffen. Auf den König der Schwerter lege ich dann auch nochmal Klärungskarten. Ja, okay, oh, ganz spannend, sechs der Kelche und die Sonne. Die Sechs der Kelche kann mit Rückkehrthematiken zu tun haben. Sie kann anzeigen, dass bestimmte Personen zurückkehren, aber ich denke, das ist für die meisten hier nicht so sehr der Fall. Mir scheint eher, dass hier eine Rückkehr ist von alten Wünschen, Träumen, Visionen. Ja, das Anerkennen vielleicht auch von bestimmten Bedürfnissen. Also. Ja, irgendwie hier kehrt was Positives zurück. Es ist entweder eine positive Erinnerung oder eine positive Haltung. Und auch hier habe ich noch mal mehr den Eindruck, dass das in Richtung innere Heilung geht. Ja, dass entweder alte, ja, vielleicht auch ein bisschen traumatische Erlebnisse geheilt werden können, ja, weil sie sich nochmal zeigen, weil sie nochmal ins Bewusstsein steigen und man sozusagen die Wurzel vielleicht findet von eher blockierenden inneren Haltungen, Denkmustern, Selbstzweifel etc. Ja, und auch hier diese Auflösung dementsprechend stattfinden kann und vor allem also die Sonne hier zum Vorschein kommen kann. Die Sonne ist unsere innere Essenz, ja, es ist. Ja, ist wirklich spannend, weil es ja beides Kinderkarten sind, beziehungsweise Karten der Kindheit. Ja, also hier ist was sehr, sehr so ein richtiger Aha-Moment. Ja, und die
innere Sonne, die kann manchmal natürlich verloren gehen bzw. unterdrückt werden. Wie gesagt, aus negativen Erfahrungen eben vielleicht heraus. Und sie ist natürlich auch die Karte der inneren Zufriedenheit, der inneren Harmonie, des Glücksgefühls mit sich selber, der kreativen Schöpfungskraft, ja, also auch unser innerer Motor, unser innerer Antrieb. Die Freude einfach am Sein. Und mir scheint, hier kommt diese Sonne also jetzt wieder zum Vorschein, darf wieder scheinen, darf wieder entdeckt werden auch. Ja, ganz, ganz spannend. Also, ich hatte es ja schon zum Anfang gesagt, mit dieser Sonnenfinsternis und mit dem Neumond. Da kann es wirklich sein, dass ganz, ganz interessante innere Bewegungen auch stattfinden, ja, und nochmal alte Prozesse hier ihren Abschluss finden, beziehungsweise Dinge, die blockierend waren, ja, ob das äußere Situationen waren oder auch innere Haltungsmuster etc. Ja, hier darf wirklich was zum Ende kommen und hier wird auch was Neues eingeleitet und mir scheint, das ist durchaus eine wundervolle Unterstützung sozusagen auch aus den kosmischen Gefilden, ja, weil das hat sich so als roter Faden in den Legungen, die ich bisher gemacht habe, doch auch immer wieder gezeigt und auch durchaus in eine sehr, sehr positive, vor allem sehr heilsame Richtung, ja. Und die Zukunftstendenz, die sich hier bei euch jetzt abzeichnet, ist also die 9 der Münzen und die 9 der Kelche. Ja, auch die 9 der Münzen kann manchmal mit Einsamkeit zu tun haben, aber ich denke hier also nicht, gerade nochmal auch, weil sich die 9 der Kelche dazu gezeigt hat, na, sondern das ist ja auch die kluge Kauffrau, die 9 der Münzen. Und auch die kann wirklich mit sehr viel gesundem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu tun haben. Ja, man ist sich also bewusst darüber, was so die inneren Ressourcen sind, worauf man zählen kann, worauf man sich verlassen kann, was so in einem liegt. Und sie hat eben auch nochmal zu tun mit langfristigen Entwicklungen in die Zukunft hinein. Ja? Und sie weiß auch, dass sie aus ihren inneren Ressourcen immer wieder die Zukunft nach ihren Bedürfnissen sozusagen gestalten kann, nach ihren Wünschen gestalten kann. Sie muss auch niemandem im Außen was beweisen. Ja? Das, was sie tut, das tut sie für. Ja, letztendlich für sich, ja. Und da auch nicht in einer Eile, sondern eben, wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ja auch nochmal eine viel größere, hat hier nochmal einen viel, viel größeren Stellenwert, ja. Eine Jungfraukarte, ja, das kann natürlich mit beruflichen Prozessen zu tun haben. Das Jungfrauhaus hat auch einiges an Bedeutungsebenen. Da geht es um Beruf, es geht aber auch um Gesundheit, um Wohnsituation, aber auch um den Alltag. Ja? Wie gestalte ich meinen Alltag? Wie gehe ich in meinem Alltag mit mir selber zum Beispiel um? Ja? Und 9 der Kelche auch ganz wunderbar. Ich denke hier auch an der hohen Schwingungsebene. Zumindest mal in der neutralen. Ja, in der neutralen Schwingungsebene ist es eine Karte der Akzeptanz. Und in der hohen Schwingungsebene, und die kann sich eben oft aus Akzeptanz auch dann heraus entwickeln, ne, ist es schon auch eine Karte der Erfülltheit. Ja. Und zwar ist es auch die Wunscherfüllungskarte der kleinen Arkana. Also sie greift eben nochmal, das ist wirklich sehr spannend, weil wir auf der Position der Vergangenheit und auf der Position der Zukunftsentwicklung sozusagen die gleichen Energien haben, aber einmal in der großen Arkana und einmal in der kleinen Arkana angezeigt. Das ist schon mega interessant, ja, und sehr, sehr positiv. Und mir scheint, hier ist wirklich innerlich was aufgebrochen. Es hat hier ein ganz, ganz wichtiger innerer Reifeprozess und Heilungsprozess stattgefunden. Ja, der findet ja auch nicht punktuell statt. Ja, der ist natürlich oft über einen längeren Zeitraum hinweg. Aber mir scheint, der Oktober gibt dir hier entweder nochmal richtig Rückenwind oder auch Bestätigung oder es findet nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt in diesem Prozess statt. Also, das hier ist wirklich eine wunderschöne Legung, ganz, ganz tolle Energien, die sich hier präsentieren. Ja, und auf das Wurzelchakra habe ich ja auch schon hingewiesen. Und das Wurzelchakra hat mit dem Gefühl der Sicherheit und Stabilität zu tun, was gerade für die Steinböcke nochmal ganz besonders wichtig ist. Ja. Und es steht auch in Verbindung mit eben familiären Themen, ne, die innere Wurzel auch. Hier kann es auch manchmal um die Ahnenlinie gehen oder auch um karmische Verbindungen. Und
Ängste und Unsicherheiten kommen oder stehen oft in Verbindung mit diesem Wurzelchakra. Wenn das also blockiert ist, ja, entwickle ich entweder Ängste oder es wird blockiert durch Ängste, durch, ja, vielleicht wie gesagt auch traumatische, verletzende Erlebnisse, ja. Und das kann dann manchmal auch dazu führen, dass ich nach diesem Sicherheits- oder dieses Sicherheitsbedürfnis durch äußere künstliche Strukturen zum Beispiel ausgleichen will, generieren will, weil es im Inneren nicht vorhanden ist oder da eben aus dem Takt geraten ist. Und mir scheint, ja, hier mit diesem Heilungs- und Weiterentwicklungsprozess geht der Fokus wieder viel, viel stärker nach innen. Ja? Also ich suche nicht mehr so sehr diese Sicherheit oder die Stabilität im Außen durch Bestätigung, durch Beziehungen, durch materiellen Besitz vielleicht, ja, oder was auch immer, ne? Sondern hier geht es wirklich nochmal darum, dass man das in sich selbst und durch sich selbst heraus generiert. Und das hat dann eben auch genau diesen Bestand und diese Nachhaltigkeit, die sich hier auch schon angekündigt hat. Ganz, ganz interessant und vielleicht eben auch nochmal hilfreich, hier ganz bewusst, ne, auch mit dem Wurzelchakra vielleicht zu arbeiten, um diesen Prozess noch weiter zu unterstützen. Aber mir scheint, ihr seid schon auf einem mega tollen Weg, ja. Einfach den Fokus halten, weitergehen, in der Beständigkeit bleiben. Und damit wünsche ich euch einen ganz wundervollen Oktober. Alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.